Ja, es ist ziemlich anstrengend, aber ich muss sagen, ich lasse es heute mal langsam angehen. Ne? Man soll sich ja schon, denn ich weiß, angeblich verbrennt man in 10 Minuten Trampolinspringen so viel wie in einer halben Stunde Joggen. Ich komme schon total außer Atem, aber es gibt ja Leute, die können es besser, deshalb hüpfen wir mal rüber. Hier ist die Lara und Lara kann es echt gut. Lara, strengt dich das überhaupt an hier beim Trampolinspringen? Nee. Warum bist du denn da? Bist du zum ersten Mal hier? Ja, ich bin zum ersten Mal hier. Und warum seid ihr da? Einfach nur zum Spaß. Zum Spaß? Ja. Du machst ja eigentlich ganz schön viel Sport, ne? Was machst du alle? Also ich mache Kunstturnen, Hip-Hop, manchmal auch noch Englisch. Ja. Jede Menge. Und Lara kann es richtig gut zusammen mit ihrer Freundin Vanessa. Ihr dürft uns jetzt mal ganz kurz was vormachen, aber ich gehe vorher raus. So Mädels, dann mach mal. Herr Lechner, vielleicht können Sie uns ganz kurz erzählen, Sie sind einer von 4 Geschäftsführern, die hier die Idee für die Sprungbude hatte. Wer kommt denn alles hierher? Das sind ja nicht nur Sportler, oder? Nicht nur ausschließlich Sportler, es kommen auch einfach Bewegungsbegeisterte, die Spaß haben wollen zu uns. So ein bisschen Sportivität braucht es natürlich schon. Es ist ganz schön anstrengend, ich komme echt schon in Schwitzen. Was gibt es denn alles hier? Das ist ja nur eine Halle. Was haben Sie denn alles? Ja, also hier in der Halle ist der Free-Jump-Bereich, wo man sich wirklich frei entfalten kann. Hier hinter uns ist nochmal eine Dodgeball-Arena, in der Dodgeball gespielt wird. Es ist sowas wie Völkerball. Den muss man sich abwerfen und wird dann scheidet aus, wenn man abgetroffen wurde. Und in den anderen beiden Hallen, die wir noch da hinten haben wir noch Bassjump und einen Backjump, einen Basketballjump, einen Bungee-Jump. Also es gibt jede Menge zum Springen und zum Spaß haben. Also man muss sich das vorstellen, man hat ein Trampolin und man kann dann einen Basketballkorb werfen für die Zuschauer, die das vielleicht jetzt nicht genauso verstehen. Also es gibt wirklich jede Menge und da gibt es auch viele Erwachsene, die das machen, nicht nur die Kinder, die hierher kommen, ne? Ja, durchaus. Also es sind wirklich bis 35 ist alles dabei bei uns. Nachmittags eher so die Jüngeren und wenn es Abend wird, dann die Erwachsenen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Also Sie haben sich mit 3 zusammengetan, mit 3 Jungs und haben sich gedacht, wir machen sowas. Wie kommen Sie auf die Idee? Naja, wir haben schon lange, 13 Jahre lang Indoor-Spielplätze, die wir betreiben. Und da waren die Trampoline immer die Geräte, die zuerst besetzt wurden und dann war irgendwie klar, okay, das ist eine gute Sache. Und dann haben wir jetzt gesehen, in Amerika gibt es das Konzept auch schon seit ein paar Jahren und wird dort sehr gut angenommen und so ist es bei uns auch. Und springen Sie selber auch ab und zu? Ja, aber nur nach Feierabend. Wenn es keiner sieht. Ist auch anstrengend. Vielen Dank, Herr Lechner. Jetzt fragen wir mal die etwas größeren Jungs. Achtung, ich komme mal ganz kurz rein. So sieht ja ganz schön profimäßig aus. Sag mal, seid ihr zum ersten Mal da? Wir sind zum ersten Mal da, ja. Und warum gerade hierher gekommen? Weil es in der Nähe ist. Macht ihr denn Sport sonst so? Ja, ich mache Kraftsport. Aber sonst wird es auch nicht wirklich Ausdauersport oder so. Also, ja. Und das Trampolin, macht dir das Spaß? Auf jeden Fall. Was macht das so Spaß? Gute Frage. Einfach versuchen, ein paar neue Tricks auszuprobieren oder... Das sieht auch nach Tricks aus. Ich verlasse euch jetzt mal wieder, bevor man sich hier irgendwas bricht. Ich sag mal, es ist eine echt top Möglichkeit, sich hier bei Regen an Wochenenden auszutoben. Man sieht, es ist ordentlich was los. Man bezahlt hier übrigens pro Stunde und kann sich dann eigentlich querbeet austoben. Es sind auch immer viele Guides da, die aufpassen, dass nichts passiert. Es wird pro Feld immer nur von einer Person gesprungen und es ist echt verdammt anstrengend. Also ausprobieren, mal herkommen, es lohnt sich. Ja, und damit gebe ich wieder zurück ins Studio zu dir, Jürgen. Tschüss.